Oh mein Gott. Kraft, teleportieren. Drücke rechte Maustaste, um einen blitzschnellen, lautlosen Sprung zu verführen. Du kannst die Kraft auch einsetzen, um dich nach oben zu bewegen. Allerdings ist die Reichweite dann geringer. Wenn du Vorsprünge anvisierst, kannst du dich dorthin teleportieren und dann hochziehen. Halte rechte Maustaste gedrückt, um dein Ziel genau anzuvisieren. Wenn eine blaue Kugel erscheint, wirst du dein Ziel erreichen. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass du hochklettern musst, wenn du dein Ziel erreicht hast. Oh, okay. Dann versuchen wir das mal gleich. Ist aber schon ein bisschen komisch, dass wir jetzt einfach mal so dahin teleportiert, einfach mal hier so hingebracht werden und dort dann unseren Job erledigen müssen. Oh nein, die Kaiserin. Der runtergefallene Brief? Ist das ein Brief von der Kaiserin? Du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten, du kannst sie nicht retten. Ja, das muss ein Traum sein. Ja, wir können sie nicht retten. Es ist alles vorbei. Sie ist schon tot. Leider nichts unter... hier, um sie zu retten. Boah, das war knapp. Boah, wir wären fast runtergefallen. Das sieht auch gar nicht so aus, als könnten wir da überhaupt hin. Ein Brief, noch ein Brief. Emilys Brief. Sie hat einen Brief geschrieben? Corvo, ich bin sehr traurig. Sie sagen, du wärst tot, so wie Mutter. Aber ich werde diesen Brief in eine Flasche stecken und in den Fluss werfen, weil ich ihn nicht glaube. Hier zu wohnen ist sehr seltsam. Es gefällt mir nicht. Also komm, so schnell du kannst und hol mich. Ein Brief von Emily. Das müssen die beiden Widersacher sein, die sie jetzt eingesperrt haben. Die sehen aber auch sehr nett aus. Legen wir uns mal dahin. Ist hier noch irgendetwas? Truhe, wir können die sogar öffnen. Pyrus Mana Elixier. So, stimmt, wir haben jetzt auch eine Mana-Anzeige. Das heißt, wir können jetzt auch immer sehen, wie viel Mana wir noch haben. Wow. 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 Wenigstens so hat das gespeichert. Wow, ernsthaft? Puh, das ist echt immer ganz knapp, ey. Meine Güte. Das sieht man an der Strategie der Gegner aus. Das gefällt mir definitiv nicht. Ja. Was ist das denn? Puh. Kleine Herausforderung. Was ist denn hier? Wer ist das? Sieht irgendwie nach irgendwelchen Betrunkenen aus. Um teleportieren zum Klettern einzusetzen, Ziel auf den Rand eines Daches, eines Vorsprungs oder einer anderen höher gelegenen Fläche. Achso. Ha. So. Und da unten ist der Outsider. Aber ich finde das, mir persönlich ist das echt ziemlich suspekt, was hier abgeht. Ich wäre mir nicht so sicher, ob ich dem Typen wirklich direkt so vertrauen könnte. Aber gut, uns bleibt in dem Sinne vermutlich nichts anderes übrig. Ich meine, wir sind ja sowieso gefangen, es bleibt ja wirklich nichts anderes übrig, als ihm zu gehorchen. In den kommenden Tagen stehen dir große Prüfungen bevor, Corvo. Suche an den einsamen Orten deiner Welt und an den Schrein mir zu Ehren, nach den Runen, die mein Zeichen tragen. Diese Runen verleihen dir Kräfte, die die anderer Männer bei weitem übertreffen. Um dir bei der Suche nach diesen Runen zu helfen, gebe ich dir dies. Das Herz eines lebenden Wesens, geformt von meinen Händen. Dieses Herz offenbart dir viele Geheimnisse und wird dich zu meinen Runen führen. Wie gut sie auch versteckt sein mögen. Nun leihe dem Herzen dein Ohr und finde eine weitere Rune. Ein Herz, Igitt. Wenn du das Herz in die linke Hand nimmst, kannst du Knochenartefakte und Runen aufspüren, sogar durch Wände hindurch. Das Herz schlägt und leuchtet auf, wenn ein Knochenartefakt oder eine Rune in der Nähe ist, und es schlägt immer schneller, je mehr du dich näherst. Das Herz flüstert dir Geheimnisse zu, wenn du die rechte Maustaste drückst, während du eine Person oder einen Ort anvisierst. Ach so, dann können wir damit auch vielleicht so etwas wie Gedanken oder sowas lesen.
drücke. Achso, mit der anderen Maustaste, mit der dritten Maustaste praktisch, mit dem Drücken des Rades können wir dann einen anderen Gegenstand nutzen. Gut zu wissen, sehr gut zu wissen. Oh, hier geht's ja runter. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir müssen auch hier runter, oder? Kann das sein? Ist das so? Müssen wir hier runter? Ich glaube schon, ja. Hätte sein können, dass es hier noch irgendwas gibt, aber ich denke mal, die wollen, dass wir hier runtergehen. Yippee! WTF, das ist ja... oh Gott, Alter. Das ist ja komplett durcheinander. Also ein echtes, lebendiges Herz. Das klingt für mich jetzt nicht gerade gesund. Ja, ich weiß, dass es nach unten geht, aber ich will hier trotzdem erstmal gucken, ob es hier noch was gibt. Ganz vielleicht. Scheinbar nicht. Dann gehen wir mal weiter runter. Oh Gott. Ist hier noch eine Truhe. Und das nehmen wir mal auch mit. Noch ein Manex. Das können wir mit Sicherheit auch wirklich gut gebrauchen. So. Teleportieren. Und dann teleportieren wir uns mal dahin. So. Und dann nehmen wir das Herz. Ja, das Herz ist jetzt total am Durchdrehen. Und dann nehmen wir mal die Rune auf. Wenn du ein paar Runen gesammelt hast, öffnet das Tagebuch, um sie im Bereich Kräfte gegen Kräfte einzutauschen. Ach so, du kannst Runen sammeln, um damit übernatürliche Kräfte zu erwerben. Okay, was gibt es hier denn so? Oder, achso, vermutlich kann ich mir noch nichts angucken, weil ich noch nicht über genug Runen verfüge. Oder ich kann einfach hier hingucken. Aha, okay. So, also teleportieren haben wir jetzt. Es gibt ja auch noch unterschiedliche Stufen. Vermutlich ist das dann, genau, über längere Distanzen weg ist es dann möglich. Beherrschung erlaubt die kurzzeitige Übernahme von Tieren. Anderen Menschen geht es dann später auch. Verlangsamt die Zeit, wenn Kuss mit. Oh, das ist natürlich cool. Ja, wir haben allerdings nur eine Rune, das heißt... sehr viel werden wir nicht freischalten können, nur die beiden hier. Gesundheitsregeneration verbessert sich und die Gesundheit erhöht sich zunächst einmal. Ja, was ist uns wichtiger? Erlaubt das Sehen im Dunkeln und das Sehen von Lebewesen einschließlich ihrer Sichtfelder durch Wände hindurch. Macht selbstverursachte Geräusche sichtbar. Ich glaube, ich mache mal das hier. Drücke die rechte Maustaste, um Dunkel sehen und Lebewesen durch Wände hindurch wahrnehmen zu können. Zusätzlich kannst du ihr Sichtfeld sehen und deine eigenen Geräusche werden für dich sichtbar. In der zweiten Stufe siehst du wichtige Gegenstände durch Wände durch, wie beispielsweise Sicherheitsvorrichtungen, Waffen, Munition, Münzen, Schlüssel oder Fallen. Gut, nutzen wir das einfach mal. Tutorial, man kann sogar ein Tutorial angucken, das wollen wir machen. Ach nee, das ist einfach nur das. Okay, gut, gut. Wie du mein Geschenk einsetzt, obliegt allein dir. So wie es jenen oblag, die vor dir kamen. Und nun bringe ich dich in deine Welt zurück. Doch wisse, dass ich dich mit großem Interesse beobachten werde. Hound Pits Pub. Deine neue Verbündeten, die sich in einem alten Fluss, in einem alten Pub am Fluss verstecken, wollen dir ihre Pläne vorstellen. Triff dich mit den Anführern der Kaisertreuen, um herauszufinden, was sie vorhaben. Solchen Verdacht, egal wie schwerwiegend, muss gemeldet werden. So, ich will mal gleich. Wo ist denn nachts sich teleportieren? Ah, das Herz. Das Herz ist da. Boah, das ist ja voll weit weg. Aber hier kann man echt viel sehen. Alter, finde ich voll cool, dass man hier so. Was steht da unten? Blood from the eyes. Augen aus den Augen. Augen aus den Augen, genau. Blut aus den Augen. So rum. Kann man hier rein? Ist hier jemand?
Ja, scheinbar nicht. Ich möchte mich hier natürlich umsehen. Das Fest der Fuge. Auszug aus einem Buch über Feste und Feiertage. Am Ende eines jeden Jahres, nach dem letzten Tag des Monats der Lieder, feiern wir das Fest der Fuge. Das neue Jahr liegt noch vor uns und so liegt die Zeit zwischen den Jahren außerhalb des Kalenders. Ein Abschnitt des Feierns und Schlemmens beginnt, in dem die Menschen alle Regeln hinter sich lassen, durch die sie über das Jahr hinweg gesund und unversehrt geblieben sind. Viele verlassen ihre Häuser von Trunk oder starken Kräutern berauscht. Manche bemalen ihr Gesicht oder tragen eine Maske, damit sie unerkannt ihren Leidenschaften nachgehen können. Aha! Wenn die kosmologischen Zeichen richtig stehen und es an der Zeit ist, dass der Kalender wieder von vorne beginnt, stimmt der amtierende Oberaufseher die Hymne der Buße ein und das Fest der Fuge endet. Ach so, das heißt, der Fuge ist praktisch so etwas wie so ein, entschuldige den Ausdruck, aber so etwas wie ein Bitchfest. Und sobald man dann die Hymne der Buße verlauten lässt, wird man praktisch für seine Sünden wieder freigesprochen und kann wieder ganz normal seinen Aufgaben nachgehen. Familien kehren nach Hause zurück, Frauen gesellen sich wieder zu ihren Ehemännern. Feinde stecken ihre Waffen weg, Feuer werden gelöscht. Niemand beschwert sich über die anderen mit schlecht mitgespielt, alte Regeln missachtet oder Schwüre gebrochen haben. Denn weder existiert diese Zeit zwischen der astrologischen Ausrichtung, noch werden ihre Geschehnisse aufgezeichnet. Ach so, das ist so wie was, The Purge? Ich glaube, es ist The Purge. Der folgende Tag markiert das neue Jahr, der erste Tag des Monats der Erde, so wie es immer schon war. Also man darf praktisch, man wird für einen ganzen Tag lang von jeglichen Sünden etc. befreit und kann also so viel Mist anstellen, wie man möchte. Die Prüfungen der Begabung. Ach Gott, hier gibt es so viel zu lesen. Auszug ist ein Buch über die esoterischen Praktiken des Ordens. Zeigt ein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung... Ach, Moment mal, das hatten wir doch. Ja, das hatten wir doch letztes Mal schon. Ja, doch, das hatten wir letztes Mal schon. Das kenne ich schon. Auf zu den Sphären, Band 1. Aber es ist typisch Bethesda, deswegen ist es klar, dass es hier so viel zu lesen gibt. Auszug aus den ersten Seiten eines fiktionalen Werkes. Als die Maschinen des alten Wiegels laut aufheulten, fühlte ich unwohl seinen Mahlmagen. Es war die Erfindung von Ochado, dem dritten Präfekten der Akademie der Naturphilosophie. Er war hoch erfreut und genoss jede der Schwingungen des kleinen Fahrzeugs. Ochado zog an einem Hebel und prompt umgab uns eine dichte Rauchwolke. Der Gestank brennenden Walöls wurde unerträglich, während sich das Gefährt nach oben bewegte. Ich hatte zu große Angst, um aus dem Fenster zu schauen, dass man plötzlich nicht mehr dick genug vorkam. Als hätte er meine Gedanken gelesen, sah mich Aufseher Brian an und lächelte. Sag einige Verse der Latanei auf, mein Schüler. Das wird dein Herz vor der Schändlichkeit des Nichts auf unserem Wege zu den äußeren Sphären schützen. Okay. Ja, hier ist noch so ein Gerät zum Abspielen. Finde ich gut, da muss ich nichts mehr sagen. Elementares Rechnen. Geschichte der Inseln. Geografie der Inseln. Die sieben Gebote. Litanei der weißen Klippe. Die Sprichwörter des Aufsehers. Eines Tages bekommen wir neue Bücher. Ja, das war ja eine kurze Sache. So, mal wieder ganz kurz. Achso, hier kommen vermutlich nur wieder raus. Und haben hier erstmal den Blick auf die See. Und da hinten ist dann natürlich dann wohl die Stadt. Das war's hier aber auch schon. Dann... So viel, dass wir auch total langsam gehen. Na gut, dann gehen wir mal hier weiter. Haufen dort draußen? Eine Hütte, die er aus einem Ruderboot gebaut hat. Ich frage mich, wo Admiral Havelock all diese Leute auftreibt. Das ist immer ein langer Gang. Second Floor. Hallo, Lydia, hallo. Ich hatte einmal einen Seemann zum Freund. Er dachte, er könnte in den pandesianischen Klippen Gold finden. Nur sein Schiff trieb verlassen im Meer. So was passiert auch in den besten Familien. So. Könnte ich echt die ganze Zeit spionieren? Stimmt das? Ist denn hier jemand? Hallo? Wallace? Hallo? Wallace? Kann ich mit dir reden? Sind Sie ein Edelmann, Corvo? Niemand scheint Sie zu kennen. Aber ich denke, Sie sind es. Der Urgroßvater des Lords heiratete ein Zimmermädchen.
Andererseits ist das kein gutes Vorbild. Selbst das nobelste Blut kann ab und zu verderben. Das ist leider wahr. Ich gehe mal davon aus, dass wir das hier alles mitnehmen. Oh, Aprikosentörtchen. Ach, kriegen wir ja selber von Hunger. Lord Pendletons Erinnerung, Kapitel 27. Als ich 13 Jahre alt war, starb endlich meine verhasste Stiefmutter. Und Pendleton Hall war wieder friedlich. Auch wenn mein Vater zu diesem Zeitpunkt unter schweren Depressionen litt. In dieser heiklen Zeit